Schon 3 Stunden auf dem Meer. An Stellen, die nur wenige kennen. Doch ihre Ausbeute ist klein. 5 Kilo Fische. Mal 3 Euro pro Kilo macht 15 Euro am Tag. Wie soll man davon leben? Um 5:30 ist Evgenija Floris aufgestanden. Eine Kerze für den Schutzheiligen anzünden. Dann macht sie sich zusammen mit ihrem Mann Jorgos Richtung Meer auf. Das hier ist mein Häuschen. Herr Jorgos, damit du es weißt. Ich wollte unbedingt einen Fischer heiraten. Das habe ich getan. Ich habe die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und bin Fischerin geworden. Ich liebe das Fischen, ich liebe es sehr. Es ist ein sehr aufregender Job. Vor allem, wenn du einen guten Fang hast. Es sieht gut aus an diesem Morgen. Sie sind früh dran, das Meer ist ruhig, die Wettervorhersage gut. Das Boot, das Evgenijas zweiten Namen Margarita trägt, ist ihr Zuhause. 2 kleine Kaffee. Seit über 50 Jahren sind sie zusammen auf dem Meer rund um Chios. Ich singe Lieder für dich und du beachtest mich überhaupt nicht. Ich werde dein Ohr fangen. So, ich werde dein Ohr fangen. Hör mir zu. Jorgos ist jetzt 78 Jahre alt. Evgenija 69. Aufhören kommt für sie nicht in Frage. Vielleicht finden sie heute endlich ein paar große Fische. Ihre Netze sind schon seit Tagen leer. Früher haben wir viele Fische gefangen. Wir träumen von ihnen, aber nichts. Wir sind zu alt, um etwas Neues anzufangen, unseren Lebensunterhalt anders zu verdienen. Unsere Renten sind niedrig. Ich bekomme 400 Euro pro Monat, Jorgis auch. Das reicht nicht zum Leben. Wenn wir ein paar Fische fangen, kochen wir sie. Dann müssen wir wenigstens nicht in den Supermarkt gehen. Doch dieses Mal reicht es noch nicht mal für das Benzin für ihr Boot. Schrecklich. Ein sehr schlechter Fang. Was soll ich dazu sagen? Dass wir Fische gefangen haben? Wir haben fast nichts. Das bringt kein Geld ein. Es reicht kaum für ein Mittagessen für die Familie. Was soll ich dazu sagen? Seit 10 Jahren fangen sie immer weniger. Manche Fische sind selten geworden. Makrelen etwa finden sie kaum noch. Rund 750 Fischarten gibt es im Mittelmeer. Viele sind bedroht. 93% der Bestände sind überfischt, so eine EU-Studie. Kleine Skorpionsfische, kleine Skorpionsfische. Wer soll die kaufen? Der Fischhändler gibt uns 3 Euro dafür und das war's. Irgendwie scheint es nicht Evgenijas Tag zu sein, heute. Die Fische sind zu klein, um sie dem Fischhändler anzubieten. Und es sind zu wenige. Auch für die Taverne ihrer Tochter sind es nicht genug. Außerdem sind es keine besonderen Fische. Ich war mir auf der
Der hier bringt 20 Euro pro Kilo. Das ist eine Streifenbarbe. Der hier bringt 3 Euro. Das ist ein Steinfisch. Alle Steinfische bringen 3. Das hier ist der Skorpionsfisch. Wenn es ein großer ist, bekommst du 15 Euro. Für einen kleinen wie den hier 3. Genau das Richtige für eine Fischsuppe. Eine Kakavia. Auch wenn Evgenias Tochter Despina das nicht so mag. Ich mag es nicht, die Fische noch lebendig zu sehen. Ich habe Mitleid. Einmal hat mein Vater Meereschen mitgebracht. Ich sollte sie ausnehmen. Sie haben so gequietscht. Ich habe zu meinem Vater gesagt, mach das nie wieder. Jetzt müssen wir noch etwas Salz dazu tun. Wenigstens ein Mittagessen für die Familie. Da ist unsere Fischsuppe. Es ist wenig Fisch, findet Evgenias Mutter Marianthi. Nicht so wie früher, als viele noch mit Dynamit gefischt haben. Weißt du noch, wie sie Yorgos geschnappt haben? Er hat zugegeben, dass er Dynamit benutzt hat. Das war ein toller Fang mit großen Fischen, wirklich. Wir mussten vor Gericht und sie haben entschieden, dass er unschuldig ist, weil er zugegeben hat, dass er Dynamit benutzt hat. Tatsächlich. Wir haben etwas Illegales getan. Aber wir hatten damals keine Wahl. Wir brauchten dringend Geld. Wir brauchten Geld für die Hochzeit unserer Tochter. Und dann ist es Zeit für ein Lied über das Fischen. Wie viele Boote gibt es? Wie viele Fische fangen sie? Welche Netze benutzen sie? Hector Yogis sammelt Langzeitdaten für das Institut für Fischereiforschung. Er weiß, es wird immer noch illegal gefischt. Und es gibt kaum Schutzgebiete in Griechenland. In Frankreich, Italien und Spanien scheinen die Meeresschutzgebiete sehr, sehr gut zu funktionieren. Für die Fischer und die Umwelt. Das geht immer Hand in Hand. In Griechenland ist uns diese Art von Management bis jetzt nicht gelungen. Die Leute haben Angst. Sie sind skeptisch. Sie haben kein Vertrauen in den Staat. Und der Staat ist nicht bereit, das Meer zu überwachen. Die Hafenpolizei hat beispielsweise schon seit 10 Jahren kein Boot mehr. Sie sind ohne Boot hier im Hafen. Wie wollen Sie das also machen? Hector wohnt auch in Mesta. Ihm vertrauen Evgenia und Yorgos. Wisst ihr irgendwas über den Trawler, der in der Apotheka-Bucht unterwegs ist? Ist er aus der Türkei? Er ist groß, größer als unsere. Letzte Nacht haben sie nachts gefischt. Arbeiten Sie mit Lichtern? Er hat kleinere Boote gezogen. Ich habe keine Lichter gesehen, aber sie sind die ganze Nacht auf und ab gefahren. Ich habe nicht verstanden, was sie machen. Sie haben nach Fischen gesucht. Schlechte Nachrichten. Gegen die großen Schiffe haben sie keine Chance. 97% der griechischen Fischerboote sind klein. Sie fangen die Hälfte aller Fische. 3% sind große Trawler. Sie fangen die andere Hälfte. Der heilige Nikolaus. Den Schutzheiligen können sie gebrauchen. Denn Donnerstage sind meist schlechte Tage, sagt Yorgos. Entweder schlägt das Wetter um oder es passieren andere schlimme Dinge.
Die Netze lagen an einer guten Stelle letzte Nacht. Hey! Nach rechts, mach schon. Doch sie scheinen wieder fast leer zu sein. Mit diesen 300 Metern Netz haben wir normalerweise 10 Kilo Fische bekommen. Das war in Ordnung. Wir hatten keine Probleme. Aber jetzt, heute, enttäuschend. Eine Mönchsrobbe war offenbar schneller als sie. Wenn eine Mönchsrobbe ans Netz kommt, dann lässt sie die Eingeweide der Fische drin. Das sehe ich jetzt hier in unserem Netz. Also war es eine Robbe. Wenn sie die Fische herausholt, nimmt sie nur die guten Teile. Und die Köpfe lässt sie zurück. Es sind nur wenige Fische heil geblieben. Und die sind nicht viel wert. Wie etwa der sogenannte Deutsche. Er hat viele Stacheln. Das sticht und schmerzt. Wenn er an dir hängen bleibt, tut das sehr weh. Aber ich habe vorher 2 Aspirin genommen und hoffe, ich spüre keinen Schmerz. Vielleicht finden sie ganz dicht an den Felsen noch etwas in ihren Netzen. Manchmal haben die anderen hier ein paar Fische übrig gelassen. Die schnappen wir uns dann. Sie müssen sich überlegen, ihr Boot in den nächsten Tagen woanders hinzubringen. Die Mönchsrobbe scheint sie zu verfolgen. Und sie können nichts gegen sie tun, denn die Robben sind selten und streng geschützt. Da ist sie. Evgenija und Yorgos haben auf jeden Fall wieder zu wenig gefangen, um es dem Fischhändler zu verkaufen. Andere Fischer am Hafen von Mesta haben offenbar mehr Glück gehabt. Sie scheinen mehr Fische in ihren Netzen gefunden zu haben. Zumindest so viele, dass der Fischhändler sie ihnen abnimmt, der jeden Morgen an den Hafen kommt. Offenbar waren sogar teurere Sorten dabei. Wie war dein Fang heute? 1 bis 2 Kilo Kategorie A und 3 Kilo Kategorie C. Gut. Ja, gut, nicht? Bei uns war eine Robbe, aber bei dir ist es gut. Früher waren sie 30 Fischer hier am Hafen, heute weniger als 10. Evgenija ist die einzige Frau. Die anderen Fischer haben Angst vor mir. Mein Mann ist eher der coole Typ. Wenn andere etwas Illegales tun oder uns Probleme machen, etwa unser Netz beschädigen, dann sagt er nie irgendwas. Aber ich bin anders als er. Ich sage laut über den Bordfunk, was los ist. Sie erzählen von der schlafenden Mönchsrobbe. Als sie Evgenija gesehen hat, ist sie abgehauen, sagt Yorgos. Viel Fisch konnte Fischhändler Nikos Midaras am Hafen von Mesta heute nicht ankaufen. Auch sein Geschäft wird immer schwieriger. Der Fischhändler. Es gibt zwar viele neue, jüngere Fischer zurzeit, seit der Krise.
Aber viele von denen haben keine Lizenz. Die meisten gehen lieber illegal fischen anstatt legal. Es sind auf jeden Fall gerade eine Menge Leute aktiv in dem Job. Legal oder illegal gefangener Fisch, das kontrolliert niemand. 10 bis 12 Dörfer fährt Nikos Midaras an. An guten Tagen verkauft er rund 40 Kilo Fisch, an schlechten bis zum Mittag kaum etwas. Die Siesta fällt für Evgenia heute aus. Sie muss auf ihre Felder, die Böden in ihren Mastixhainen für die Ernte vorbereiten. Und die Bäume anritzen, damit das seltene Harz heraustropft. Sie braucht das Geld. Die Harztränen, die auf den Boden fallen, sammeln wir später, wenn sie trocken sind, und schicken sie zum Markt. Sie verkaufen Medikamente damit. Das ist eine Medizin für den Magen und auch für andere Dinge. Mastix ernten, das ist mühevolle Handarbeit. Ich gehe lieber fischen. Es gefällt mir besser auf dem Meer. Du hast den Wunsch, Fische zu fangen. Du hast den Wunsch, in den Sturm zu fahren. Etwa so. Weißt du, wenn das Boot auf und ab geht, ich mag das. Über Nacht im Boot zu bleiben, dort zu schlafen, die Vögel über mir schreien zu hören. Gut, hier ist es auch schön. Aber es ist nicht wie auf dem Meer. Ich liebe es dort. Aber vom Fischen allein können sie nicht mehr leben. Ich helfe auch meiner Tochter in ihrer Taverne. Ich sitze nicht herum und ruhe mich aus. Ich kann das nicht. Ich kann nicht herumsitzen. Das würde mich erkrankt machen. Die Taverne läuft nicht mehr so gut wie früher. Es kommen weniger Touristen nach Chios. Evgenias Tochter Despina wird bald nach Amerika auswandern, wie schon ihr Sohn und ihre andere Tochter. Wir müssen gehen, weil wir hier nicht genug zum Leben verdienen. Aber eines Tages werde ich zurückkommen. Ich habe ja das Fischerboot meines Vaters. Selbst wenn er denkt, es sei nicht gut, aufs Meer zu fahren, wäre ich gerne ein Kapitän wie er. Eines Tages. Bis ich 65 bin, kann ich zurückkommen. Ihre Teigbällchen kommen immer gut an bei den Gästen. Hallo zusammen. Alles gut. Ich stelle sie hier hin. Noch etwas Honig dazu. Es ist Wochenende. Es sind mehr Gäste da als sonst. Es wird wohl ein langer Tag in der Taverne. Abends gibt es gegrillten Fisch. Meerbrassen für eine größere Geburtstagsfeier. Sind das Türken? Ja, das sind Türken. Und jetzt tu mir einen Gefallen. Geh etwas essen. Es gibt Essen in der Küche. Wenn ich dir nicht noch Pommes dazu machen soll, dann solltest du jetzt gehen. Denn ich will tanzen. Die türkischen Touristen essen und trinken ausgiebig. Endlich etwas Geld für die Taverne. Evgenia muss auf ihren Enkel aufpassen
und sie will morgen früh auf ihr Boot. Für ihre Tochter Despina ist es eine Art Abschiedsfeier bis zum frühen Morgen. Lächle, Kapitän, lächle. Wir streiten uns manchmal auf dem Boot darüber, welches Risiko wir eingehen wollen. Manchmal will ich woanders hin als er. Ich will einen besseren Fang haben. Aber er weiß, was er tut. Er hat Angst vor dem Sturm. Er will nicht, dass mir etwas Schlimmes passiert, mir und ihm selbst. Einmal wollte er die Netze aus dem Wasser holen und ist dabei gestürzt. Er ist ins Meer gefallen. Nach links. Sie sind weit rausgefahren, trotz des Wetters. Es scheint sich zu lohnen. Endlich sind auch große Fische dabei. So große Fische gibt es sonst nur in den Fischfarmen bei Mestar. Sie werden niemandem sagen, wo genau sie dieses Mal ihre Netze liegen hatten. Die anderen Fischer sind schließlich Konkurrenten. Klar. Klar sind das Konkurrenten. Wir lügen uns dauernd an. Wir sagen es ihnen nicht, wenn wir Fische gefangen haben. Wir sagen auch nicht, wo und wie wir sie gefangen haben. Wir lügen. Ja, aber wenn einem von uns etwas passiert, dann helfen wir alle. Wir verständigen uns über Funk und fahren so schnell wie möglich hin, um zu helfen. Einige ihrer Netze sind kaputt. Sie haben Löcher, nicht mehr zu reparieren. Die Robbe muss glücklich sein. Ich glaube, das hier ist eher von Delfinen. Ich habe vor ein paar Tagen von anderen Fischern gehört, dass Delfine ihre Netze gefressen haben. Sie haben sie komplett aufgefressen und nichts übrig gelassen. Sie müssen von Mestar in die Hauptstadt fahren, neue Netze kaufen. Wenn du abends ein neues Netz ins Meer tust und es am nächsten Morgen voller Löcher findest, was kannst du tun? Du hast tausende Euro bezahlt, um Netze zu kaufen. Und dann tust du sie ins Meer und verlierst sie. Guten Tag. Wie geht's euch? Gut? Ja, und euch? Gut, gut. Am besten nehmen Sie gleich mehrere Netze.
Brauchst du noch was anderes? Nein, danke. Nein. €100 pro Netz. Ich hole euch noch eine Tüte. Und wer weiß, wann sie die nächsten brauchen. Das hängt von den Robben ab, wie oft sie uns heimsuchen. Es hängt von den Schäden ab, die die Tiere anrichten. Ja. Das ist wie ein Pokerspiel. Frag nicht nach dem Geld. Wir sind gut dran. Hier im Laden helfen sie uns. Wir zahlen bar, wann immer wir können. Und sie geben uns Rabatt. Tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank. Hallo. Noch schnell schauen, was die Fische in Chios Stadt kosten. Teuer natürlich. Tschüss, Sodais. Viele Küsse. Und einen Kaffee beim Fischmarkt trinken. Der Leiter des Fischmarkts, Dinos Dupos, ist ein alter Freund von ihnen. Er macht sich große Sorgen um die Zukunft. Die einzige Möglichkeit, die Fischbestände zu schützen, wäre, wenn im April und Mai niemand etwas fängt. Mit keiner Methode. Wir sollten das Fischen in diesen beiden Monaten verbieten. Genau das sagen wir auch. Sie sollten die großen Trawler von August bis Oktober und von April bis Mai nicht fahren lassen. Sie sollten den Fischen im April und Mai die Möglichkeit geben, sich fortzupflanzen und zu wachsen. Irgendwann werden die Trawler womöglich alles leer gefischt haben. Hey, Lefteri, wie geht's dir? Schläfst du? Sie müssen etwas tun. Sie müssen verhindern, dass die Trawler zu dicht an die Küsten kommen. Dann hätten wir wieder große Fische und genug Arbeit. Ich bin Nikos. Ah, der Mann von Dimitra. Ja. Geht's dir gut? Ja, hoffentlich essen die Leute Fisch, damit wir Geld verdienen. Wieder kaum Fische. Der blöde Skorpionsfisch hat mich gestochen. Schon wieder. So ein Mist. Wie soll es weitergehen? Ihre Kinder werden wohl nicht aus Amerika zurückkommen. Sollen sie ihr Holzboot zerstören lassen und von der EU Geld dafür nehmen, wie so viele andere? Mehr als 50.000 Euro könnte das bringen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, falls dir einmal etwas passiert, will ich kein Geld für das Boot. Ich will keinen Cent dafür. Ich werde es in die Mitte des Hafens stellen und es anzünden. Ich werde es verbrennen. Ich werde ein großes Feuer direkt am Hafen machen und drumherum tanzen. Wie die Indianer. Γεννήθηκα καρδιές να δοκιμάσω.